Herzlich willkommen zum Gemüsefahren-Podcast und heute begeben wir uns in die deutschen Abgründe. Und damit begrüße ich meinen Kameraden Tom Ader. Hallo Tom. Hallo, Arti, schön, dass du mich mit den deutschen Abgründen anmoderierst. Genau, wir schauen uns nämlich heute wieder was Feines an, feines Met von Dreisat. Und zwar heißt die Sendung, unter der das läuft, Respekt kompakt. Die hat den sympathischen Untertitel Demokratische Grundwerte für alle. Und Na diese dann. Sendung, die wir jetzt schauen, die heißt Parallelgesellschaften, echte Gefahr oder Kampfbegriff. So, da würde man ja meinen, ja, Parallelgesellschaften, wir alle haben da wahrscheinlich so eine Vorstellung, was das ist, was wir darunter zu verstehen haben. Aber um das mal anzuteasern, die Reihe hier, also Dreisat, die haben da ein bisschen eine andere Vorstellung. Ja, ich meine, der Klappentext fängt mit dem Reichsbürgerwort an, ne? Und erst dann kommen irgendwelche Clans und Ja, was genau. war's? Also gut, dann kann ich ja gleich mal den Klappentext vorlesen. Ah, Genau. okay, ja. Der ist Reichsbürger, Familienclans, gläubige Muslime. Diese Gruppen werden oft als Parallelgesellschaften bezeichnet. Moderator Rainer Jilk macht sich auf die Suche nach Parallelgesellschaften. Der Begriff hat sich in der Sicherheitsdebatte rasch zu einem Schlagwort entwickelt und entfaltet nicht selten das Gefühl subjektiver Bedrohung. Respekt kompakt zeigt, die tatsächliche Bedeutung des Begriffs bleibt meist auf der Strecke. Ja. Da würde ich doch mal sagen, begleiten wir mal unseren wunderschönen Herr Ilk, oder wie er Ja, heißt, Jilk, bei seiner Suche. ganz eigener Name, also das habe ich noch nie gehört. Vielleicht Interessant. ein Deckname, weil er Ja. hier, ne, in die Abgründe abtaucht. Genau. Ja, dann, ich würde mal sagen, ich drücke mal Play, ne? Richtig. Und wie immer auf 1,3. All diese Menschen, sie sind die Gesellschaft. Wir alle sind die Gesellschaft. Zumindest ein Teil davon. Aber es soll auch andere Gesellschaften geben. Man spricht von den sogenannten Parallelgesellschaften. Politiker und Politikerinnen, die warnen gerne auch vor den Parallelgesellschaften, wenn sie zum Beispiel über Familienclans sprechen in Berlin, die die eigentliche Macht. Ich bin jetzt eigentlich schon ein bisschen getriggert, Politiker und Politikerinnen. Ah, Ja, okay. das Softgendern ist ja das Mindeste, was du dir erlauben musst, ne? Wahrscheinlich, ja, Sonst wahrscheinlich kommt kommst du man nicht durch. sonst gar nicht durch, ja genau. Das wird wahrscheinlich sofort einkassiert. Oder die müssen das dann noch nachsynchronisieren. Ah, da hast du noch nicht gegendert. Da müssen wir nochmal nachsprechen. Okay. Also ich mache mal kurz zurück. Jetzt erklärt er uns, woran man da denkt. Über Familienclans sprechen in Berlin, die die eigentliche Macht im Staat sein sollen. Oder Thema Integration. Wenn die anscheinend mal wieder nicht klappt, dann redet man von einer Parallelgesellschaft. Die Frage ist aber, gibt es die denn wirklich? Wenn ja, wie viele? Welche sind es? Wo finde ich die? Sind die denn gefährlich für uns und unsere Demokratie? Ich mache mich jetzt auf die Suche hier bei Respekt. Dazu treffe ich ein. Jetzt hat er es schon wieder so ein bisschen probiert, ja, lustig anzumoderieren, ne? Ja, ich finde, Wenn er hatte vor ja, allem wie das so ein bisschen ins hier. Lächerliche gezogen. So, weißt du, das Ja. so ein bisschen wie. Ich erinnere mich da an so diese Parteipost, also an die Plakate, die Wahlplakate von. Die Partei, weißt du, die haben da zum Beispiel so Plakate, da steht einfach drauf, schlimm. So, das soll halt Richtig. so dieses, naja, den besorgten Bürger vor allem, weißt du, der sich halt über solche tatsächlich existierenden Probleme Gedanken macht. Und ja, also so, und so kam für mich auch diese Anmoderation rüber, so, naja, das sind alles nur ausgedachte Probleme und ah, das ist was für Wutbürger. Also so dieses sehr Veralbernde. Und dazu, ja gut, vielleicht kommen wir dann da später noch zu, aber ja, so dieser Typ, wie der auf mich wirkt, ich weiß jetzt auch nicht, ob der jetzt so der ist, von dem ich was von Parallelgesellschaften hören will. Ich meine, das ist hier irgendein Berufsjugendlicher in seinen 30ern, der mit Basecap rumläuft Alter, und. ich wollte gerade diesen Angriff auf ihn machen. Naja, ich Es ist das wirklich meine, so, ne? es ist nun Der mal so, es ist jetzt Tag auf die Käppi und ja. keiner, der im Fernsehen jetzt im Anzug steht oder so. Ich meine, Kleidung kommuniziert ja auch immer was. Und wenn jetzt einer bei Galileo im Anzug steht, dann weißt du vielleicht eher, oder bei der Tagesschau, ja, der will ja irgendwie was Ernstes Wissen vermitteln oder so. Und das hier wirkt halt eher so comedianmäßig. Er sieht halt einfach nach Hipster aus. Ja, genau, ja. Also ich glaube auch Okay. nicht, dass er groß bei seiner Suche Erfolg haben wird. Schon durch das Auftreten. Wie du schon sagst, die Kleidung kommuniziert gewisse Sachen. Und wenn Ja. wir so ein, ja, es ist lässiger Kleidungsstil, wenn mir jemand so gegenübertritt als Reporter, dann denke ich mir auch immer so, oder würde ich mir denken, in dem
Moment, will der jetzt wirklich ernsthaft was von mir wissen? Also ist der wirklich Ja, wissbegierig oder eben, zieht er mich durch den Kakao? so wirst du nicht ernst genommen, wenn du jetzt in so eine Parallelgesellschaft gehen willst und dort so ein bisschen für den Staat stehst, wofür du, und als Rundfunkangehöriger bin ich der Meinung, wirst du so wahrgenommen eigentlich, aber das ist, also da fehlt ja diese Ernsthaftigkeit. Also ich denke aber, der Mann, der will auch gar nichts ernsthaft hier rausfinden. Also geht jetzt hier alibimäßig, wir sehen das hier schon durch irgendeine Straße, wo wahrscheinlich viel Türkisch gesprochen wird, aber ich habe es ja schon angeteasert, diese Doku, da geht es dann um was ganz anderes. Also es ist wahrscheinlich so 2 Minuten Türken-Araber-Clans und dann kommen wir endlich zu den Genau. Reichsbürgern. Aber mal Richtig. schauen, Das, was er jetzt bei ja. den Clans hier rausfindet oder einfach nein. Ja. Ein Mann, Bahnhofsviertel gut auskennt. Steven, freut mich. Grüß dich, Kleiner. Hi, freut mich auch. Hi. Dann zeig mir mal was. Immer. Du weißt ja, ich bin auf der Suche. Ja. Levent Ekis ist im Migrationsbeirat der Stadt München und er setzt sich seit 40 Jahren für die Interessen von Münchnerinnen und Münchnern ohne deutschen Pass ein. Würdest du sagen, hier gibt es eine Parallelgesellschaft? Der Bahnhofsviertel ist das Offensichtliche in München. Schon, ne? Ja. Natürlich. Es gibt natürlich Parallelgesellschaften. Hier ist halt die hiesige Gesellschaft nicht vorhanden. Und für mich ist Parallelgesellschaft, wenn ein Kulturkreis, ein Glaubenskreis abgeschottet von der hiesigen Gesellschaft ihr Eigenleben führt. Oh, warte, warte, Okay. warte. Das heißt, er hat gerade gesagt, die Hauptgesellschaft existiert nicht mehr. Ja, das war jetzt ziemlich Geil. krass, sehr realistisch. Fand ich auch interessant, dass das jetzt gar nicht irgendwie abgewiegelt wurde oder irgendwas. Bisher zumindest. Der Typ hat nur ein bisschen, naja, so ein bisschen ungläubig geguckt oder so missfallen, hatte ich das Gefühl, dieser Echt? Der Moderator. hat einfach, also für mich hat er gar keine Gesichtsregung gehabt. Das war so, ich lass den jetzt mal reden. Okay. So, Sag und lieber jetzt. nichts. So, also wir haben gehört, tatsächlich in München gibt es Parallelgesellschaften. Laut einem Mitglied des Integrationsrats dort oder so. Das ist ja schon mal sehr interessant. So, aber Naja, wo geht die? aber die sind kein Problem, weil die hiesige Gesellschaft, Zitat, ja nicht mehr existiert. Und damit kann es ja per se keine mehr sein. Keine Parallelgesellschaft. Nee, die hiesige Gesellschaft ist dort nicht. Aber dann Naja. ist es eine Parallelgesellschaft, ja klar. Das hat er ja gesagt. Oh. Hier ist eine Parallelgesellschaft, so hat er das ja schon gesagt. Aber er hat auch dann gesagt, er würde das nicht so nennen, oder habe ich das falsch Nee, verstanden? das hast du falsch verstanden. Er hat gesagt, hier ist eine Parallelgesellschaft, weil die Mehrheitsgesellschaft hier nicht ist. Kann ich noch mal kurz zurückgehen? Boah, gerne, ja. Fürs Textverständnis. Kulturkreis, ein Glaubenskreis, abgeschottet. Moment, wir müssen schon nochmal an den Anfang gehen, wo er das gesagt hat. Okay. Sagen, hier gibt es eine Parallelgesellschaft? Der Bahnhofsviertel ist das Offensichtliche in München. Schon, ne? Ja. Natürlich. Es gibt natürlich Parallelgesellschaften. Hier ist halt die hiesige Gesellschaft nicht vorhanden. Es gibt Parallelgesellschaften, Ja, hier ist so die hat er hiesige angefangen, Gesellschaft genau. nicht vorhanden. So Genau. verstehe ich es. Wisst ihr, Und also die deutsche jetzt. Gesellschaft ist hier nicht vorhanden. Also ist das eine Parallelgesellschaft. Und jetzt sagt er halt, jetzt geht das ja weiter. Das hat mich dann so aus der Spur gebracht. Okay, Moment. Und für mich ist Parallelgesellschaft, wenn ein Kulturkreis, ein Glaubenskreis abgeschottet von der hiesigen Gesellschaft ihr Eigenleben führt. Ja, dann ist es ja so, oder? Er hat gesagt, zweimal hat hieße Gesellschaft gesagt. Ja, Hieße okay, dann habe Gesellschaft ich das ist hier falsch nicht verstanden. vorhanden. Ja, Und, ja, okay. Nee, aber es ist ja wichtig, dass wir das verstehen, dass wir uns einig sind, weil darauf basiert jetzt so ein bisschen die Argumentation, wahrscheinlich, die jetzt hier kommt. ja. So, und jetzt wird uns nämlich der tolle Begriff erklärt. Der Begriff Parallelgesellschaft stammt aus den 1990er Jahren. Von Parallelgesellschaften wird meist dann gesprochen, wenn in Deutschland lebende MigrantInnen dafür kritisiert werden, dass sie sich angeblich nicht anpassen würden an die Mehrheitsgesellschaft. Aber was macht eine Parallelgesellschaft aus? WissenschaftlerInnen nennen folgende 4 Punkte, die eine Gruppe von Menschen zu einer echten Parallelgesellschaft machen. Erstens, die Gruppe besteht aus Menschen derselben Ethnie und derselben Kultur. Die Gruppe ist also mehr oder weniger homogen. Also da muss Das ich können jetzt wir uns hier. ja gar nicht vorstellen heutzutage mehr in Deutschland. Ja, und hier, ja, dieselbe Ethnie, dieselbe Kultur. Also hier wird es für mich schon fast ein bisschen abwiegelnd. Also, weil die gehen ja im Folgenden dann eher auf deutsche Parallelgesellschaften ein. Und jetzt zum Beispiel, also ich finde schon, dass es Parallelgesellschaften geben kann, wo jetzt unterschiedliche Ethnien haben. Also du hast halt Türken, Araber und so, aber die einen sich in derselben Kultur, Islam, weißt du? Ja, aber ich Also. glaube, die bleiben trotzdem in gewisser Weise immer noch unter sich. Deswegen hast und
ab und an gibt es halt Probleme, deswegen hast du dann solche Massenschlägereien zwischen Libanesen und was weiß ich, Iranern oder keine Ahnung, was das letztens da war. Ja, das stimmt eigentlich, ja. Aber dann kommt natürlich, wie du schon meintest, das einende Element, dann kommt der islamische Friedensrichter und beendet das. Genau, ich denke, wenn die Polizei da reinkommt, dann halten die auf einmal zusammen, weißt du? Mhm. Weil ja klar, von daher, okay, ich verstehe es jetzt hier mal so, dieselbe Ethnie oder dieselbe Kultur, lassen wir das jetzt mal so stehen. Ja. Okay, also wir müssen ja nicht auf eben kleinen Scheiß umreiten. Zweitens, die Gruppe schottet sich im Alltag von der Mehrheitsgesellschaft ab, lebt und arbeitet in eigenen Stadtvierteln oder Regionen ohne viel Kontakt nach außen. Drittens, die Gruppe teilt nicht die Regeln der Mehrheitsgesellschaft, lehnt beispielsweise den Rechtsstaat ab oder andere Grundpfeiler der Demokratie, wie etwa die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Viertens, die Gruppe schafft sich eigene Institutionen, die die Institutionen der Mehrheitsgesellschaft ersetzen sollen. Zum Beispiel eigene Gerichte, eigene Steuer- und Finanzbehörden, eine eigene Polizei. Ja, also da muss ich sagen, kann ich den WissenschaftlerInnen sogar recht geben. Also bis jetzt ist das alles ganz stimmig, finde ich. Eben, bis jetzt ist es stimmig. Und das sind ja wirklich tatsächlich sehr gute Punkte, auch gute Merkmale für, also eine gute Definition für dich. Was ich auch hier wichtig finde, eigene Institutionen und eigenes Recht oder das Recht der Gesamtgesellschaft ablehnen. Und da denken wir natürlich als Rechte an irgendwelche islamischen Gerichtssprechungen, weißt du, wo es dann um Kinderehe zum Beispiel geht. Oder an irgendwelche islamischen Friedensrichter in einem Viertel das Recht sprechen, ja, hier, du darfst das und das machen mit deiner Frau oder mit dem Kind und so weiter. Und Ehrenmord wird da geklärt, was weiß ich, solche Themen. Definitiv. So, die werden jetzt aber im Folgenden auf eine ganz andere Richtung gehen und dieses Thema völlig verwässern. Und das macht mich halt so mit. Heute wird der. Achso, das Einzige, was ich noch seltsam fand, dass sie gesagt haben, das ist ein Begriff, der seit 1990 existiert. Das hat mich verwundert. Ich hätte gedacht, dass in der Alt-BRD sozusagen das schon länger ein Thema war. Also zumindest schon in den 80er Jahren. Oder ja. Halt in Amiland hast du das ja per se mit hier Little China und wie sie alle heißen da. Das kann sein, aber wahrscheinlich der Begriff Parallelgesellschaft ist da wahrscheinlich erst populär geworden. Also das Phänomen wird es schon gegeben haben, ja. Aber vielleicht hat man das anders bezeichnet einfach. Also ganz ehrlich, sind wir ehrlich, also die Leute haben ja früher politisch unkorrekter geredet, die werden dann sowas gesagt haben wie Türkenviertel oder so. Also ohne ja. Das, weißt du, sowas, sehr so eine beschreibende Sprache würde man da gewählt haben, weißt du? Ja, nicht so. Weniger wissenschaftlich. Ja. Ja, genau. Ach, dieses schöne Bild hier. Ja, ja. Begriff Parallelgesellschaft meist im Zusammenhang mit muslimischen EinwanderInnen benutzt, die sich angeblich einer Integration verweigern. Er wird aber auch für Deutsche verwendet, die den Staat ablehnen, sich eigene Pässe ausstellen und... Jetzt gleich die Knarre ja ins Bild kommt. Ja, eben. Also es ist auch sehr interessant, diese Bilder, die sie dir zeigen. Bei den türkischen Parallelgesellschaften oder arabischen, die sie dir jetzt zeigen wollten, ja, das sind halt so irgendwelche Frauen, die halt über die Straße gehen. Und du sagst, naja, die tun ja nichts. Ja, und jetzt kommt's hier. Bei den Deutschen aber Parallelgesellschaften, da wird's gleich gefährlich. Ja. Und der Vorsatz war auch interessant, ne? Dieses, sie würden angeblich Integration ablehnen. Ja, genau. Deine WissenschaftlerInnen haben das in ihren vier Definitionssäulen mit drin gehabt. Würden angeblich ablehnen, ja, genau. Genau. Diese Formulierung schon allein. Also, das klingt hier so krass zwischen den Zeilen einfach, ja, da muss wo die Reise hingehen soll. Muss die Wogen kletten zu den armen ja. Türken und dies, das. So, und jetzt sind wir nämlich da schon, ich kann es ja jetzt an, also ich muss so, ja auch nicht die ganze Zeit anteasern. Jetzt sind wir beim Hauptteil. Es wird hier im Folgenden beim Thema Parallelgesellschaften nicht um irgendwie migrantische Parallelgesellschaften gehen, sondern um fucking Reichsbürger. Also, und da frage ich mich jetzt, wie die das jetzt zum Beispiel begründen wollen, ihre eigene Definition von wegen eigene Rechtsprechung, eigene Institution. Also klar lehnen die Reichsbürger jetzt natürlich zum Beispiel die BRD-Rechtsprechung ab, weil sie sagen, es gibt überhaupt keine BRD, das ist jetzt nicht der deutsche Staat. Aber die haben ja trotzdem keine eigenen Gerichtsinstitutionen in dem Sinne, wie es jetzt irgendwelche islamischen Friedensrichter darstellen, die wirklich Recht sprechen. Also es gibt ja diesen Typen hier, den König von Deutschland. Ja, ich komme immer nicht auf den Namen, aber okay. Letztens irgendwie mal wieder so eine Sache zu dem gesehen. Ach ja, hier, betreutes Kacken war das, glaube ich.
Shadi und Shlomo. Da war das auch so ein Thema. Und ich bilde mir ein, die haben mittlerweile auch so, also die haben zumindest so eine Münzstube und auch irgendwie, glaube ich, so eine Art Gerichtshof oder sowas. Ne? Das ist dann halt einfach ein Zimmer in irgendeiner Scheune. Ne? Aha. Aber ja, Und da, hält die sich da, dann also, jemand daran? Also. und das ist ja das Ding, also. Es ist immer nur dieser König von Deutschland, der Interviews gibt. Die anderen sagen immer keine Aussage, keine Aussage. Aha. Und so richtig Aussteiger gibt es, soweit ich weiß, nicht. Sonst wüssten wir ja von diesen Leuten, oder? Aha, okay, na, da würde mich halt interessieren, ob dann die Leute jetzt auch wirklich dem König folgen, dass er jetzt in irgendeinem Dorf sagt, ja, wir machen das so und so und oder ihr gebt mir alle euer Geld, was weiß ich, und dann läuft es so ab. So habe ich das bisher verstanden. Aber ich Okay. denke mir halt, die werden jetzt nicht viele Leute da finden, aber mal schauen. Vielleicht ist er ja sehr überzeugend in seinem Schlapperlook. Ja, da sind wir nämlich beim nächsten. Also ich bringe den Punkt auch jetzt gleich schon. Parallelgesellschaft bezieht sich meiner Meinung nach auf eine größere Gruppe. Man unterscheidet ja jetzt zum Beispiel in der Soziologie zwischen Gemeinschaften und Gesellschaften. Gemeinschaften sind so einige wenige. Wenn jetzt hier ein paar Reichsbürger, so 10 Leute auf dem Dorf rumhocken, ist es keine Gesellschaft. Es ist Ich eine glaube, Gemeinschaft, weißt du? der Verfassungsschutz geht, glaube ich, von, lass mich lügen, 25.000 Leuten aus. Und dieser König von Deutschland hat so ein Viertel bis ein Drittel so unter seiner Regentschaft, so ungefähr. Ah, Inwieweit die okay. Zahlen jetzt aufgebauscht sind, keine Ahnung. Ne? Aber gut, dass du mich factcheckst, weil das ist ja dann doch durchaus eine Menge. Aber Ja, wie immer gesagt, noch wenn das, irrelevant, sage wenn ich, die immer noch auf irrelevant zu 100 den Dörfer Migrantischen. verteilt sind, dann ist es halt nichts, ne? Ist halt die Ja, Frage, wie eben. konzentriert ist die Sache. Ne? Genau, und ich wage zu sagen, das ist immer noch irrelevant gegenüber den migrantischen Parallelgesellschaften, einfach von der Menge. Definitiv. Ja, okay, weiter geht's. Keine Steuern zahlen wollen. Ob Parallelgesellschaft für diese Gruppen die richtige Bezeichnung ist, ist umstritten. Was klar ist, für eine Demokratie kann eine abgeschottete Parallelgesellschaft mit eigenen antidemokratischen Institutionen sehr gefährlich werden. Also, Parallelgesellschaften sind Gruppen, die sich abschotten und sich nicht an die Regeln der Mehrheitsgesellschaft und Demokratie halten und eigene Gesetze und Institutionen anstreben. Da muss ich als allererstes an die Reichsbürger denken. Also es gibt viele, Alter, es viele ist wirklich verschiedene Staaten. absolut. Warte mal. Das ist ein absolutes Meme. Da muss ich. Also, du tust ja diese Definition runterrattern. An wen denke ich da als Gutmensch? Ah, an Reichsbürger, das sind die Bösen. Also, das ist so krass, dieser gewollte Tunnelblick, den dieser Mensch hat. Naja, der hat keinen Tunnelblick. Das ist eine Agenda, die er hat, wie du schon vorher gesagt Ja, das ist hattest, eine mal, Agenda. dass der Begriff anders besetzt wird vorm inneren Auge. Dass, wenn jetzt jemand Parallelgesellschaft sagt, dass der Gutmensch Nomi dann an die Reichsbürger denkt und nicht mehr an Ahmed. Das ist das Ziel der Doku, genau das hatte ich dir gesagt, bevor wir die Aufnahme hier begonnen haben. Nicht, dass die Zuschauer sich wundern. Genau, ja, also die wollen letztlich den Begriff so ein bisschen claimen. Die wollen den wegnehmen von der rechten Seite ab. Ja, und dass wir daran denken, als Zuschauer dann Parallelgesellschaft, ah, das sind doch hier die bösen Reichsbürger. Das sind die mit den Ravioli-Putsch. Ja, genau. Hier, Freistaat Preußen. Dann gibt es hier Volksstaat Bayern. So, hier gibt es noch eine Seite. Das sind bestimmt 40, 45 solcher komischen Staatsgründungen. Volksstaat Bayern. Das ist nicht weit weg hier von München. Und da gibt es eine Postadresse, eine Poststelle zu Landsham. Du siehst, dieser Mensch ist gewillt, die extra Meile zu gehen, denn er geht jetzt aus München 3 Kilometer raus. Ja, klar. Irgend so ein Hinterhof Deutschland. Oh Ja, Gott, oh man will ja nicht die Gebührengelder zu hart verprassen, weißt du? Ja, stimmt. Ich meine, er muss sich Mein ja auch seinen Fehler. Massagestuhl leisten können. Stimmt, andere werden jetzt erstmal nach Peru geflogen. Ja. Da fahre ich jetzt einfach mal hin. Sogenannte Reichsbürger glauben, die Bundesrepublik Deutschland als Staat gäbe es nicht. Deshalb lehnen sie auch unser Rechtssystem, das Grundgesetz, die Polizei und häufig auch alle Verwaltungsstellen, also zum Beispiel das Finanzamt, ab. Sogenannte Reichsbürger behaupten, das Deutsche Reich, meist in den Grenzen von 1937, existiere noch immer. Daher nennen sie sich Reichsbürger. Viele stellen sich eigene Pässe aus, erfinden Währungen und versuchen, eigene Gerichte zu etablieren.
Oft erkennen sie amtliche Entscheidungen nicht an, zum Beispiel Gerichtsurteile, und weigern sich, Steuern zu zahlen. Einige ReichsbürgerInnen werden gewalttätig und attackieren Verwaltungsbeamtinnen oder PolizistInnen. Eine weitere Gruppe, sogenannte Selbstverwalter. Sie erklären ihren Austritt aus der BRD. Ihr Haus oder ihre Wohnung definieren SelbstverwalterInnen, wie auch einige ReichsbürgerInnen, als eigenes Staatsgebiet. Auch SelbstverwalterInnen neigen nicht selten zur Gewalt. Laut einer deutschlandweiten Erhebung von 2019 gehören 19.000 Personen zur Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter. 950 davon zählen eindeutig zur rechtsextremen Szene. Na, das war ja nochmal wichtig. So, warte, und der letzte Kreis wird gewaltbereit sein oder so. Jeder wird. Ja, okay. Ich sage 300. Ja. 490 besitzen legal Waffen. Ah, okay. SelbstverwalterInnen und ReichsbürgerInnen werden inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtet. Nicht wenige gelten als... Warte mal, die besitzen legal Waffen. Das ist jetzt ein Problem. Es wäre ja, doch viel problematischer, wenn die alle illegal Waffen besitzen würden. Ja, ist klar. Aber ja, klar, hier soll irgendeine Drohkulisse aufgebaut werden. Ja, es geht um Framing. Ja, könnt ihr das glauben? Die besitzen tatsächlich Waffen, diese Leute. Ja, schlimm. genau das, schlimm. Da ist es wieder, die Vorteile. Waldbereit und gefährlich. So. Also, wir sind jetzt da. Da vorne ist das Haus. Ihr bleibt jetzt mit der Kamera erstmal hier. Und ich gehe vor, versuche mit denen zu quatschen, weil wir sind jetzt nicht angemeldet. Und der Bayerische Verfassungsschutz schätzt zumindest Teile von diesen Reichsbürgern als gewaltbereit ein. Und da wollen wir jetzt mal nicht auf Risiko. Er wirkt so ein bisschen auf mich, als hätte er keinen Bock, als hätte er in der Redaktion das kürzeste Streichholz gezogen, als das Thema auf den Tisch lag, oder? Ja, klar. Und jetzt hat er das also, natürlich so aufgebauscht, dass hier Gefahr im Verzug ist. Ne? Ach ja. Gott. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, wir waren ja vor uns bei dem Thema Kleidung und so. Ich glaube, jetzt zum Beispiel in der Situation ist es vielleicht sogar ganz gut, dass es so aussieht, wie er aussieht, weil da wirkt er vielleicht weniger wie der feine Schnösel vom Staat, der jetzt bei den Reichsbürgern ankommt, weißt du, sondern so ein vielleicht Finanzbeamte ist er nicht, ja. Genau, vielleicht so ein bisschen mehr wie ein Privatmann, der sich einfach mal informieren will. Gut, wenn er dann mit den Kameras auftaucht, natürlich, dann werden die sich ja auch denken, okay. Und dann wird er noch sagen, ja, ich bin von Dresden. Ja, alles sehr eigentlich. Okay. Ah, die Musik ist sehr gut. Ja, mega bedrohlich. Ja, und hier hat er das falsch gemacht. Also, man muss dazu sagen, vorher war der ja in diesem arabischen Viertel. Mhm. Der ist da wahrscheinlich früh um 10 hingegangen. Aber hier ist es ein Problem, weil die arbeiten um 10. hier ist er zur falschen Uhrzeit da. Unter der Woche um 10, da müssen normale Leute arbeiten. Deswegen öffnet den Kreis. Ah, der macht doch Homeoffice, der Reichsbürger. Aber hier, sieht schön erstens eine Kamera da rechts. Und er hat ja schon Hausfriedensbruch begangen, ne? Weil die Klingel war vorne. Ist das technisch dann schon Hausfriedensbruch? Ja, natürlich. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Interessant. Wenn die Tür, also das Tor zu ist, also das Zaunstor, und du machst das auf, dann ist es Hausfriedensbruch tatsächlich. Ah, okay. Na gut, da vorne sehe ich einen Briefkasten. Ach so, du meinst links dort an dem Pfosten. Ja. Ah, ob das eine Klingel ist. Ja, interessant. Also gut, da könnten wir uns jetzt auch über Feinheiten streiten, ob das tatsächlich so ist und so, aber... Also ich meine, ob das sagen, die Klingel für das Haus ist. Wenn Fifi kommt, dann sollte er die Beine in der Hand nehmen, weil... Ja. Dann schon also wenn das die Klingel zu dem Haus ist, die wir dort im Bild sehen, ja, dann gebe ich dir recht. Klar, dann ich glaube, das ist das Nachbarhaus, aber ja. Also ich habe ja vorhin gesehen, dass ein Mann noch da ist, auf jeden Fall. Der war im Garten, aber hat jetzt nicht aufgemacht. Mein Kollege. Ja, wow, Wahnsinn. Recherche abgebrochen, beendet. Reichsbürger wollen nicht mit uns reden. Okay. Ja, Mensch. Das ist ein Beweis mehr für die Parallelgesellschaft. Die bleiben unter sich. Die bleiben unter sich, ja. Mein Kollege Sebastian Meinberg von PULS war da erfolgreicher. Aber er hatte auch einen Termin. Beim Reichskanzler der sogenannten Exilregierung Deutsches Reich höchstpersönlich. Ein wunderschönen Herr Schittke, guten Tag. Sie machen mir gleich selbst die Tür auf. Sebastian Meinberg, ich grüße Sie. Ja, wissen Sie, so großes Personal können wir uns noch nicht leisten. Norbert Schittkes Exilregierung vertickt eigene Dokumente. Die richtigen Ausweise.
Das ist mein Personenausweis. Aha. Das ist ein echtes Teil und was Sie hier in der Tasche tragen, ist eine Urkundenfälschung. Der Mann ist zu 100% Reichsbürger und jetzt will er gleich auch noch 10 neue Mitglieder. Irgendwie ist es schon skurril, aber ist es wirklich, ist es eine Parallelgesellschaft, diese Reichsbürger? Und weil ich es nicht weiß, habe ich jetzt ein Skype-Interview gleich mit Benjamin Winkler. Und der... Moment. Winkler? Moment. Er hat doch vorhin noch gesagt, ja, bei Parallelgesellschaften, da denke ich sofort an Reichsbürger. Und jetzt fragt er sich selber, naja, aber sind das wirklich Parallelgesellschaften? Und wir wissen doch beide, was jetzt passieren wird. Der Experte würde mir jetzt haarklein sagen, ja, das sind Parallelgesellschaften, die Reichsbürger. Also darum geht's hier in dieser Doku. Die hat nur diesen Zweck, diese Ausgabe. Wie du gesagt hast, die wollen den Begriff Parallelgesellschaften uns wegnehmen und für sich packen. Bevor wir jetzt diesen tollen Experten hören, wollte ich nochmal eine Frage an dich haben. Die haben doch vorhin diese Aufzählung gemacht, was diese Reichsbürger alles so machen. Also die lehnen den Staat ab, weil das ist nicht das echte Deutschland. Die gehen gerne dem Finanzamt aus dem Weg, weil die sagen, ihr seid gar nicht legitimiert, Steuern einzutreiben und so weiter. Ne? Der Punkt ist doch immer bei diesen Sachen, der Staat, wie er jetzt existiert, existiert ja auch nur, wenn die Leute das Vertrauen in diese Institutionen haben und der Staat das Recht zur Not halt eben auch mit Gewalt durchsetzen kann. Und wenn die Reichsbürger jetzt, sagen wir mal, das sind 5 Millionen jetzt hypothetisch, die sich irgendwo in, was weiß ich, irgendwo an der Küste da niederlassen, in Schleswig-Holstein oder so, und da Städte und Landstriche okkupieren, dann müsste ja schon die Bundeswehr oder so einrollen. Also dann wäre es fraglich, also wenn dann so viel Macht dahinter steht, ne, dann ist halt das Konstrukt BRD an der Stelle halt auch nicht mehr machtwirksam. Worauf willst du damit jetzt hinaus? Naja, die haben das so dargestellt, wie können die sich das nur erlauben hier? Also hier ist Deutschland. Und wenn das Finanzamt sagt, dass wir Geld haben, dann kriegt das Geld. Und ich sage halt, naja, aber wenn dann irgendwann keiner mehr zum Eintreiben kommt, dann könnt ihr noch 10 Briefe schicken. Ist egal. Dann werden die ihre Suppe weiterköcheln. Ja, so ist es. Ich weiß jetzt wirklich nicht so genau, wo du beim Thema Reichsbürger jetzt hinaus willst, weil die Gruppe ist ja nun mal noch so klein und... das war jetzt generell, also wir sind ja jetzt gerade hier beim Thema Reichsbürger, aber wir können ja auch wieder zu dem Beispiel vom Anfang gehen, diese Clan-Strukturen, wenn die sich jetzt sozusagen deutschlandweit vernetzen würden, dass die nicht mehr so städtisch oder viertelmäßig unterwegs sind, dann könnten wir ja schon schlussendlich mal eine Kraftprobe mit dem Staat machen. Ja, auf jeden Fall. Wobei, das würden die natürlich trotzdem verlieren. Ich meine, du hast ja überall so Separatistenbewegungen in verschiedenen Ländern. Und zum Beispiel, ich denke da jetzt zum Beispiel an Spanien, wo die ganz demokratisch die Katalanen sagen, wir machen jetzt hier eine Wahl in Barcelona oder so und wir wollen uns jetzt abkapseln, weißt du? Und dann wird das übelst vom Staat natürlich zurückgeschlagen, weil die wollen das natürlich gar nicht, dass Katalonien, oder ist es Katalanien, sorry, die Spanien verlässt, weil das eine extreme Wirtschaftsmacht in Spanien ist. Also ich habe mal gehört, Barcelona, die tun mehr zum BIP beitragen als Madrid selbst, also als die Hauptstadt. Und so ähnlich wäre es jetzt in Deutschland. Also irgendwelche Gründe wirst du da schon finden. Also völkerrechtlich sagt man ja, eine Gruppe, also du hast ja das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Also, da wäre es jetzt zum Beispiel bei den Migranten interessant, was jetzt eine Gruppe Migranten, die sagt, wir sind jetzt was Eigenes. Naja, würdest du dann sagen, sind die Deutsche oder sind die was anderes? Wie ist dann die Selbstbestimmung, weißt du? Ja, wenn die ihr muslimisches Kalifat ausrufen würden zum Beispiel. Also die hätten als vielleicht dann eher noch, in dem Sinne eher noch eine Legitimation, das zu machen, als jetzt Reichsbürger, muss ich sagen, weil die sind ja nun mal definitiv zum Volk der Deutschen zugehörig. Ach so, meinst du das? Ja, okay. Ja. Weißt du? Ja, gut, jetzt wird es ganz schön theoretisch. Genau, jetzt geben wir uns den Experten, jetzt sind wir genug in der Theorie angekommen. Der forscht schon seit mehreren Jahren zu Verschwörungsideologien, wie zum Beispiel auch den Reichsbürgern. Hallo, liebe Grüße nach Leipzig. Hallo, hier ist Herr Büchel. Es geht ja um ein wichtiges Thema, die Reichsbürger. Es gibt ja nicht 80p-Qualität. Eine große Gruppe, die zusammenhängt. Ja. Kann man da trotzdem von einer Parallelgesellschaft sprechen? Ich glaube, wir müssen differenzieren zwischen der Welt im Internet und der Welt außerhalb des Internets. Denn wenn Sie ins Internet gehen, haben Sie diese vollendete Parallelgesellschaft im Grunde geschaffen. Aber nicht alle tun jetzt den Schritt aus dem Internet heraus und kappen alle Verbindungen und so weiter zur normalen Welt außerhalb des Internets. Ne?
Also nochmal Winkler ist natürlich, das ist geil. Und dann natürlich Anna, die Stiftung ist geil. Also, hä? Du denkst an Rainer Winkler oder was? Ja, ein bisschen, ist natürlich noch ein Scherz, aber dass er jetzt hier zur Amadeo-Antonio-Stiftung noch gehört. Ach du Junge, Scheiße, Junge. Alter, das habe ich selbst verpasst, weil ich mich auf das Gesagte konzentriert habe und das schon Schwachsinn fand. Er hat jetzt nämlich gesagt, ja, im Internet haben die schon die Parallelgesellschaft vollzogen. Und ja, auch die da wieder nein. Die haben Chaträume mit Passwörtern, das ist so. Genau, und die haben Chaträume, in denen die eigenes Recht sprechen, oder was? Ich meine, wir hatten doch vor uns diese eigene Definition von denen, dass sie eigenes Recht sprechen. Und ja. Das sehe ich nicht gegeben bei irgendwelchen Internetforen oder Discord-Servern oder was weiß ich. Na, die werden eigene Administrator und Moderatoren haben, die da natürlich hart durchgreifen und ihre königliche Macht missbrauchen oder was weiß ich. Ja, dass wir hier von der Amadeo-Antonio-Stiftung jetzt einen selbsternannten Experten hier haben, das sagt auch schon alles über diese Doku. Also es ist damit das schon ist durchgefallen. Ein Kreisgewichse, noch ein ja, Löcher das, und naja. Die, genau, die tun sich einfach hier gegenseitig befriedigen, ja. Welt außerhalb des Internets. Ne? Also deswegen würde ich schon diese Differenzierung sehen, Parallelgesellschaft, Internet, ja, Parallelgesellschaft außerhalb des Internets, nur in Ansätzen. Aber ich gebe zu, ich habe zum allerersten Mal einen Mitarbeiter dieser Stiftung gesehen und es deckt sich mit dem Erwartungsbild. das ist schon super. Muss ich auch ehrlich sagen, ja. So stellt man sich Info. Auf dem Weg dorthin. Auf dem Weg dorthin ist, denke ich, ein guter Begriff, weil es radikalisiert sich natürlich, das nehmen wir schon wahr. Aber ist es eine Gefahr für unsere Demokratie? Wir sprechen immer von 24.000, 25.000 Personenpotenzial im Rechtsextremismus und jetzt kommen auf einmal noch 19.000 Personen mit dazu auf der Seite der Reichsbürger. Da kann man schon sehen, das sind also ganz viele Leute, die an zentrale Verfassungsgrundsätze unserer Bundesrepublik nicht glauben, die der Verfassungsschutz, die Sicherheitsorgane lange Zeit gar nicht beachtet hat. Alter, wenn das 50.000 Leute dann sind in der Summe, ein bisschen aufgerundet. Das sind bei 83 Millionen was? Richtig? Nichts? Das ist absoluter also, Witz. Was also, der hier versucht aufzubauen. Ja, es ist wirklich dämlich. Also, und wie gesagt, über Deutschland verteilt. Ne? Wenn über Deutschland verteilt, das ja. Das ist so eine Kleinstadt hier wie... Der Pirna hat sogar 80.000. Also es ist nicht mal Pirna. Es ist so Meißen also, vielleicht. Ich weiß, ich werde jetzt dafür geschlagen für den Vergleich, weil das ist jetzt so ein bisschen ein Äpfel mit Birnen-Vergleich, aber jetzt zum Vergleich, wie viele Muslime in Deutschland leben, das sind 5,3 bis 5,6 Millionen in Deutschland. Also was ist das, das Hundertfache? Ja, eben, das ist... Junge, Junge. Ich sage jetzt Äpfel und Birnen, weil mir ist selber bewusst, natürlich heißt es nicht, dass automatisch, wenn jemand Muslim ist, er unsere deutsche Grundordnung ablegt, wie es jetzt ablehnt, wie es jetzt zum Beispiel ein Reichsbürger tut. Um Gottes Willen, will ich gar nicht sagen. Aber das Potenzial für Parallelgesellschaften ist an der Stelle natürlich viel höher, weil du viel mehr Leute im Land hast, die ähnlich ticken wie du. Also muslimisch sind. Ja, also ich denke, viele Muslime arrangieren sich halt, wo sie müssen mit dem Staat. Aber ansonsten gehen die dem halt aus dem Weg. Ja. Wenn es dann noch so einen Friedensrichter gibt, naja, dann ist noch eine Institution weniger, die man mag sein. In Anspruch an der Stelle muss. Will ja. Ich mich gar nicht auf so eine allgemeine Aussage hinreißen, muss ich sagen. Also, wir reden ja jetzt über die Reichsbürger, von daher. Na gut, lass den mal weiter laufen sein, wie es. Ich finde es toll, dass er ja als Experte irgendwie angeschrieben wird und alles, was er sagt, haben wir schon gehört bisher. Ja, er gibt ihm halt nur recht, das ist wie du sagst, ein Kreiswichsen. Das ist der einzige. Vielleicht kommt da jetzt noch der Punch. Ja, ja. Das ist eine Gefahr, weil eines der gemeinsamen Ideologiemerkmale ja ist, die Bundesrepublik Deutschland eben nicht anzuerkennen. Und das geht eben so weit, dass man sagt, die Organe der Bundesrepublik Deutschland sind Feinde. Ja? Und was macht man mit Feinden? Ne? Also im harmlosesten Fall, vielleicht schreibt man Drohbriefe, aber im schlimmsten Fall geht man zum offenen Angriff über. Vielen Dank, Herr Winkler, Grüße nach Leipzig. Aber ich glaube, es gibt noch andere Parallelgesellschaften. Oh. Ah, okay. Also schaffen wir es jetzt in einer 14-Minuten-Doku nach 10 Minuten nochmal stiefmütterlich auf Familienclans einzugehen. Also naja, für mich hat das halt... 2 Minuten waren ja auch, ne? Also ja, also aber für mich hat das halt schon wirklich sehr ein Geschmäckle, also dass man ja, hier wirklich ablenken will. Von also es Ding. Waren jetzt 8 von 14 Minuten gegen den Reichsbürger. Aber die wissen halt selber, ich meine, der Begriff Parallelgesellschaften, da denkt man eben nicht als erstes ein Reichsbürger, da müssen sie das Thema jetzt auch hier noch stiefmütterlich in den letzten 3,5 Minuten bringen. Aber das sind nur noch 3,5 Minuten. Ich finde es so schwach, dass sie nicht mal ein, also A hatte anscheinend nur einen Versuch
unternommen. Also sie haben nicht mal irgendeinen vor die Kamera gekriegt. Da ja, mussten sie auf Sekundärmaterial zurückgreifen. Genau, mussten halt irgendeinen Amadeo Antonio Stiftung Typen fragen, der natürlich super unvoreingenommen ist, was das Thema angeht. Ich meinte seinen Reporterkollegen, der da diesen einen... Ach so, ja gut, ja. Auch das. Und selbst ja, da, naja... Also, das war so ein Laper eigentlich, oder? Hier, mir fehlt an der Stelle hier irgendwie das ganze Fleisch. Also geht es groß um die Reichsbürger, dass wir da jetzt viel erfahren hätten, nur so ein bisschen über die Zahl. Mhm. Und ja, um die Familienclans kann es jetzt ja auch nicht mehr so viel gehen, weil wir, wie gesagt, noch 3 Minuten haben. Also irgendwie schwach. Es geht halt ich um den Begriff, den die wegnehmen wollen. Für diesen Reporter hier einen kleinen Newsflash. Du kannst 3-mal rechtsextrem sagen, das funktioniert nicht mehr. Richtig. Das ist verbraucht. Es interessiert keinen Schwein. Also selbst der Nomi denkt, ja, wieder mal das Übliche gesagt, okay, verstehe. Ach. So. Aber jetzt kommen wir zum richtigen Fleisch. Vielleicht. Sogenannte Familienclans, immer wieder in den Schlagzeilen. Zum Beispiel durch Raubüberfälle, Drogenhandel oder Mord. Die Struktur der Clans? Eine klar geregelte Hierarchie, also Herrschaftsordnung. Männliche Familienmitglieder dominieren meist. Kriminelles Handeln und Gewaltbereitschaft prägt auch junge Familienmitglieder schon früh. Die Zahlen. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen 2016 bis 2018. In 3 Jahren also. Mehr als 14.000 Straftaten durch Clankriminalität. Die ist also ein echtes Problem. Aber sind Familien... Aha, das ist also ein echtes Problem. Wie das relativiert wird jetzt, oder? Und 14.000 Straftaten, das sind halt... fast so viele Straftaten, wie es Reichsbürger insgesamt in ganz Deutschland gibt. Und das war ja nur NRW. Ich würde nur sagen, NRW und in einem Jahr. Also ja. Ich würde halt wirklich sagen, liebe Leute von Respekt Kompakt, ihr habt euren Fokus hier massiv falsch gelegt. Mit Absicht. Ja, ich glaube, jetzt wird es relativiert. Jetzt kommt es. Warte, ich tippe auf sozioökonomische Zwänge, die die armen Leute in so ja, na sicher. Richtig, richtig, richtig. Wir müssen mehr integrieren. Also ich tippe auf, es kommt noch was mit Integration, ja, mehr Sozialarbeiter. Was so wir müssen mehr Angebote. Aber sind Familienclans wirklich Parallelgesellschaften? Nein. Sie wollen in der Regel keine eigenen Institutionen als... Warte mal, wie bitte? Das war... Sind Familienclans Parallelgesellschaften? Nein. Ach so, also sind nur Reichsbürger Parallelgesellschaften. Ja, geil. Und damit sind Familienclans auch kein Problem mehr. Ja, genau, dann sind die auch kein Problem, weil... Alter, jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, wie die das jetzt framen wollen. Aber hier schön braune Leute. Das finde ich schon mal ehrlich. Ersatz für den Staat. Kriminelle Clans sind einzelne Netzwerke, die Straftaten verüben. Fachleute sprechen deshalb von organisierter Kriminalität. Alter, diese Relativierung. Das sind ja nur einzelne Netzwerke. Das sind gar keine großen Parallelgesellschaften. Das sind nur einzelne Netzwerke. Und da sind wir wieder, also die messen jetzt so mit zweierlei Maß. Die Reichsbürger sind auch nur einzelne Netzwerke. Wie gesagt, 19.000 in ganz Deutschland und wie du meinst, über ganz Deutschland verteilt. Und die Straftaten, die Reichsbürger gehen, die wollten sie uns gar nicht sagen, weil da kommst du nicht auf eine Zahl von 14.000 allein. Die wollten doch putschen, das reicht. Also schlimmer geht's nicht. Und die die eine Tante da, die 70-jährige Oma, wollte doch Lauterbach ranführen. Ja, klar. Boah, wirklich, also krass. Ja, und auch die Begründung war ja gerade sehr seltsam. Nein, sie sind keine Parallelgesellschaften, weil sie keine eigenen Institutionen aufstellen wollen. Aber ja, irgendwie habe ich da was verpasst. Oder ist ein Friedensrichter, gehört der nicht irgendwie dazu bei diesen Leuten? Es ist auch faktisch falsch. Es ist auch faktisch falsch. Also die wollen wirklich nur ablenken von diesem Begriff Parallelgesellschaften. Die wollen den für sich selbst kapern. Mehr ist es nicht. Das ist völlig krass. Deswegen kommt meist sind es Ideologien, also Weltanschauungen, die Menschen dazu bringen, aus der Mehrheitsgesellschaft auszusteigen. Ein meist harmloses Beispiel, Ökodörfer. Die Menschen hier... Sorry, dass ich mich ja gerade so aufrege, aber auch das jetzt zum Beispiel, dieses Ding. Warte, ich muss da nochmal hingehen. Also wir sehen hier, dass Menschen, was durch Ideologie aus der Mehrheitsgesellschaft gerissen wird. Und das ist natürlich nicht gegeben bei den Familienclans. Aber doch, gerade. Ich meine, also geh mal in irgendwelche extremistischen Moscheen und hört ihr da mal an, was die zum Thema Deutschland zu sagen haben. Und zur deutschen Rechtsprechung, zu den Kuffar, also den Ungläubigen. Also das ist doch genau dasselbe Thema. Die haben eine Ideologie und wollen damit die Leute aus der Mehrheitsgesellschaft ziehen.
also die messen hier so mit zweierlei Maß, die wollen ja, das nicht sehen. Also das, ich glaube, dein Denkfehler ist hier, dass du davon ausgehst, dass sie mal Teil der Mehrheitsgesellschaft waren und durch Ideologie da rausgekegelt wurden. Ich würde sagen, die waren nie drinne und durch die Ideologie wird das zementiert. Ja, das ist jetzt für mich... Ja. Naja, ist klar. Nee, ist schon richtig. Aber trotzdem stehen sie halt außerhalb der Mehrheitsgesellschaft. Ich weiß, was du meinst. War jetzt so ein netter Einwand. Ja. Aber schön, was die hier als Ideologie verkaufen. Also um mal den Reporter zu mimen. Also wenn ich an Ideologie denke, dann denke ich sofort an Ökodörfer. Genau, da denke ich nicht an große Themen wie Religion oder große Ideologien wie halt, was weiß ich, Kommunismus, Nationalsozialismus. Nein, da denke ich an Ökodörfer, richtig. Das war ein Schwachsinn. Also das glauben die doch selbst nicht. Auszusteigen. Ein meist harmloses Beispiel, Ökodörfer. Die Menschen hier versuchen oft, weitgehend autark zu leben, sich selbst zu versorgen. Viele wenden sich von gängigen Lebenskonzepten ab. Sie leben als sogenannte Aussteiger. Ja, und ist das schlimm? Ja, ist das jetzt irgendwie schlimm, wenn du sagst, ja, ich will auf meinem Grundstück einfach vor mich hinleben und die Welt einfach sein lassen? Es ist unfassbar, wie durchsichtig das ist, was die machen wollen. Also ist die pure Relativierung. Jetzt fangen die auf einmal mit Ökodörfern an. Also... Und das Thema Familienclans, das haben sie hier eine Minute lang angerissen und sofort gesagt, nee, das sind keine Parallelgesellschaften. Also wirklich dämlich. Ja. Und ein Ökodorf schaue ich mir jetzt mal an. 7 Linden. Ich bin mit einer Besuchergruppe unterwegs. Manche denken darüber nach, herzuziehen und probieren ein paar Tage das Leben hier aus. Rachel zum Beispiel. Warum schaust du dir denn keine Familienclans an? Warum gehst du auf das Ökodorf? Warum? Es interessiert kein Schwein. Wahrscheinlich, weil er hier. Rachel zum Beispiel. Ja. Da und kann sich vorstellen, hier zu leben. Welche Aspekte von dem Leben hier würden dich besonders reizen? Also, ich habe, was wenn ich hergekommen bin, der erste Vorteil eigentlich so. Gemeinschaft, so dass ich halt gerne Gemeinschaft für mich ausprobieren würde. Das so ist, in Gemeinschaft zu leben. Und das andere ist natürlich der Nachhaltigkeitsaspekt. Und ich finde es halt mega geil, wie komfortabel die Leute hier wohnen und ihren Fußabdruck aber trotzdem so gering halten können. Ja. Okay. Der ökologische Fußabdruck ist auch deshalb so klein, weil 3/4 vom Obst und Gemüse aus dem dorfeigenen Garten kommt. Auch beim Hausbau ist das Ziel, so ökologisch wie möglich zu sein und gleichzeitig als Dorf möglichst unabhängig zu bleiben. Das ist schon mal ein komplett anderer Ansatz. Die Menschen hier, die sind einfach mal ein Stück weiter als die meisten da draußen. Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt hier los? Absolut wie so ein Fremdkörper aus, wie er da auf dem Feld gekniet hat in seinen Klamotten. Mir geht es auch einfach um die Zielsetzung dieses Beitrags. Du hast einen 14-Minuten-Beitrag, wo eigentlich um jede Minute wichtig ist, Sendezeit. Richtig, weil es ja mal ein ernstes Thema ist tatsächlich. Oder ernstes Thema Parallelgesellschaft. Ja. Jetzt bringst du hier, und da musst du auch jeden Satz, denke ich, so im Schnitt um jeden Satz eigentlich kämpfen. Weißt du, hat der hier Platz. So, und jetzt kommen hier mehrere Sätze. Ja, wie ökologisch das ist und die Leute können hier gut leben. Also das ist die pure Ideologie von den Leuten. Also... Die pure ARD-Ideologie, will ich sagen, wisst ihr? Mhm. Also, alles kommt hier drin. Reichsbürger böse, Migranten gut oder nicht so schlimm, wie man denkt. Und Öko-Ding auch super. Das sind so die drei Themen hier. Und völlig wild durcheinander. Und irgendwie reingepresst in das Thema Parallelgesellschaft. Ja, also ein roter Faden ist ein bisschen abhanden gekommen. Und hier könnte man sogar, wenn man unterstellen, dass hier diese 15 Minuten statt, also dass du wirklich in deinem Einzugsbereich bleiben sollst, ein bisschen angeteasert wird mit diesem Dorf, was sich sozusagen autark und abschottet und fast nichts mit der Außenwelt zu tun hat, dass du alles vor der Haustür hast, dass das ja was Gutes ist, weil es ja nachhaltig ist. Ja, könnte man als böse Zunge so sagen, ja, ja, das stimmt. Aber es ist keine Parallelgesellschaft, weil es keine Abschottung gibt. Das ist ja jetzt hier kein abgesperrter Bereich, sondern die Verbindung nach draußen ist ja da und gewünscht. Deswegen kann man... Warum gibst du dich dann dorthin? Also warum zeigst du uns das dann, wenn das keine Parallelgesellschaft ist? Er war sich, glaube ich, unsicher vorher. Er war sich unsicher. Er hätte doch anrufen können und sagen, ja, wie sieht's aus? Ja, oh Mann. Die Verbindung nach draußen ist ja da und gewünscht. Deswegen kann man das, glaube ich, nicht als Parallelgesellschaft bezeichnen. Ist die Konklusion? Ach nee, ach Mensch.
Das war's? Ich dachte, es kommt noch eine Zusammenfassung oder so. Ja, also es war doch, obwohl hier das Dreisat-Logo da stand, war es doch vom Bayerischen Rundfunk eine Produktion. Die haben sich es vielleicht nicht getraut auszustreuen, weil es so schwach war, und haben gesagt, hier Dreisat, ihr habt doch da zwischen 2.45 Uhr und 3 Uhr nachts eine Lücke. Ich hab da was. Junge, Junge, Junge. Richtig krass. Also ich fand, das hat jetzt ziemlich viel Met hergegeben und hatte eine schöne Länge. Vielleicht schauen wir da mal wieder was. Also wow. Ja, ja. Richtig wild. Also wie wenig da jetzt auch an Substanz von denen war, warum ich die Reichsbürger jetzt schlimm finden sollte. Ja. Also die sagen ja, ja gut, das sind 25.000 Leute. Und ja, die larben halt ein bisschen vor sich hin eigentlich, ne? Mehr ist es ja nicht. Ich kann ja jetzt auch, wenn wir den Stream fertig sind, mir ein Papier schnappen, das in ein paar Teile zerschneiden. Da schreibe ich eine 10, da schreibe ich eine 20 drauf. Und dann ist das die Gemüsebeet-Währung. Ne? Ja, klingt interessant. Und schon bin ich ein Reichsbürger. Gemüsecoin confirmed, würde ich sagen. Liegt jetzt an. Und dann habe ich ja hier noch mein Pilzmesser, also bewaffnet bin ich auch. Oh Mann, ey. Und ich glaube, bei meinem Beet, da ist noch so dieser Wimpel da, ne, der was eingepflanzt ist, sozusagen. Da habe ich schon meine Reichsflagge. Also, ohne es zu wissen, habe ich schon 50% des Reichsbürgertums in mir. Es ist ein schneller Weg, den man hier. Es geht schnell abwärts. Ach Gott. Und wie du schon sagtest, das Hauptproblem kam 2 Minuten vor mit einem türkischen Typen, der bei der Stadt arbeitet. Der gesagt hat, hier am Bahnhof, da gibt's sowas. Das war's. Genau, und das war ja das Interessante gewesen, weil er hat ja selber gesagt, ja, wenn die hiesige Gesellschaft, das hat er zweimal benutzt, diesen Begriff, wenn die hiesige Gesellschaft nicht da ist, dann ist es für mich eine Parallelgesellschaft und die ist hier nicht da. Da hätte man doch so viel Fleisch gehabt. Und dann heißt es aber, ja, nee, Familienclans und so, das sind keine Parallelgesellschaften. Stattdessen gucken wir mal bei den Reichsbürgern vorbei. Ne? Denn das ist das, woran ich zuerst denke. Ja. Und deswegen, gut, ich werde mich jetzt nur noch wiederholen. Deswegen spreche ich zuerst mit einem Typen aus dem Islamviertel. Ja, genau. Das ist alles hier schön gelogen. Ja, ist wirklich gelogen. Also ich würde mich jetzt nur noch wiederholen. Ihr kennt meine Meinung zu dieser Doku, ist absoluter Schrott. Deswegen, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich auch nicht, außer es war trotzdem schön unterhaltsam. Hoffentlich auch für die Zuschauer. Unterhaltsam war es, genau. Oh. Genau, bleibt uns gewogen, wenn euch das gefallen hat. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Richtig, dann macht's mal gut. Tschüss.